Schreib in das Buch. Der hat geschrieben. Danny, der hat geschrieben. Was geht, Leute? Willkommen zurück zu Phasmophobia. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. In der letzten Folge waren wir Dabei eigentlich. ist auch mit dabei. In der letzten Folge waren wir eigentlich nah dran, gell? Mit dem Dinger Geist. Alle die neuen Taschenlampen sind krank. So. Dani sagt mir, wenn Dinger. Wenn es irgendwo kälter ist, dann lege ich das Buch dahin. Okay. Und Leute, wisst ihr, was ihr währenddessen machen könnt? Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und schaut Lange nicht mal mehr gesagt. unten in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Und hier so. Die neuen Taschenlampen sind echt viel heller. Garage, ja. Diese Toilette. Nein, Toilette. Kackengeist. Oh yes. Guck mal, was hier ist. Oh nee, Keller. Leute, wir haben gestern wieder offline eine Runde gespielt und wir haben wieder geraten, wer der richtige Geist ist. Aber wenn wir in der War auch Aufnahme. Keller, glaube ich, der Geist, gell? Ja, der war im Keller. Aber wenn wir Aufnahme starten, funktioniert es irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Keller kann ich, Guck glaube, mal. Keller kann ich, glaube, komplett wegschmeißen. Aha. Keller ist nicht. Aha. Ich hatte kurz Was was. umgefallen? Ich hatte kurz was. Er hat irgendetwas Ding bewegt, war. glaube ich. Ich glaube Keller. Glaube ich. Ich weiß jetzt aber noch nicht. Daniel, weißt du, was wir immer vergessen? Was denn? Wie unser Geist heißt. Was ist ein Klavier, Mann? Hast du die Tür aufgemacht? Ja. Gar nichts gemacht. Mein Klavier, Mann. Ach so, oben Was ist sie. geht, ey, Geist? Klopf, klopf. Komm in dein Zimmer. Ich habe hier nichts. Unser Geist hat auf jeden Fall Kinder. Voll viele Räume. Ja, okay, das hier sind keine Räume. Der Kern für extra Toilette. Hier ist noch eine Tür. Schlafzimmer. Natürlich im Schlafzimmer noch Toilette und so Bad. Ja, unser Geist hat keinen Bock gerade. Kann es sein, dass wir. Nein, keine Ahnung. Was ist das Handy? Ich weiß halt nicht, wo ich das Buch hinlegen soll. Noch nirgendwo. Gerade ob ich besser aufsehe. Geht halt schwer, wenn du da mit deiner Taschenlampe reinlaufst. Beste Treffen, Alter. Ich glaube Keller. Dani, ich glaube Keller. Ja, sieht so aus, Keller.
meine Garage, was bis jetzt am kältesten. Garage? Ja, da war es bis am kältesten. Okay, 3,7 Grad. Okay, ich tu das Buch irgendwo hinlegen. Ich auf Auto. Schreib in das Buch. Der hat geschrieben. Dani, der hat geschrieben. Oha. Mach mal auf, Bruder. Ich sag, schreib in das Buch. Der schreibt. Ich hab gedacht, der hört uns nicht. Hey, irgendwas haben die hier geupdatet oder so. Vielleicht hast du was Altes gelesen. Keine Ahnung. Schon mit dem. Jetzt oh mein Gott! Ey, Mann, ey, mein Herz! Oh, Fingerabdrücke wissen wir auch nicht, gell? Shit! Dani, eigentlich in diese 5 Minuten sollten wir immer alles reinstellen. Dieses Projektor, alles. Ja, ich weiß, aber wir haben es in einem getroffenen Raum. Soll ich nochmal da reingehen? Ich weiß nicht, aber geh nicht damit rein. Geh mit Dinger rein. Dieses Fingerabdruck-Dinger in Garage rein. Ja, hab ich. Ist dabei oder nicht? Wenn du in Garage keine Fingerabdrücke siehst, dann okay, dann kann ich vergessen. War komplett auf. Da, wo das Geisterbuch ist, ist da nichts. Mare Deogen oder Taye. Aha. Der kommt hinterher. Pass auf, der kommt. Wie sieht der aus? Der ist hier, Dani. Der ist hochgelaufen, Treppe. Ich hab den gesehen. Ich hab gesehen, wie der aussieht. Der sieht komisch aus, ey. Leute, Dani kann gerade nicht reden, weil sonst bekommt er ihn. Dani, der ist weg. Da oben sind wir abgeschlossen. Nein, nein, mach auf. Da habe ich vergessen zu erwähnen beim letzten Video, ey. Das kam auch dran. Wenn der Geist dich sucht, kannst du Licht ausmachen, dich irgendwo verstecken und deine Schnauze halten. Weil dann kann es passieren, dass er dich verliert und dann irgendwo anders hingeht. Warte mal, was jetzt mit dem Projektor passiert? Hat das funktioniert? Ich weiß es. Hä? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das bringt. Ich würde mal Fingerabdrücke auch rausmachen, weil ich habe es nicht gesehen. Maris ist dann. Boah, guck mal, meine Werbung. 27%. Ja, du bist gleich tot. Du spinnst gleich.
Dieses Ding hat halt geflackert, als der Geist da vorbeigelaufen ist. Hä? Ja. Dann heißt es bestimmt was. Dann ist es Deogen oder Taye. Gestern habe ich nicht gesehen. Ich mach Deogen. Deogen? Weil Geister Orbs habe ich keine gesehen. Ach so, Geisterbox haben wir nicht ausprobiert. Okay. Ja, ich rate jetzt. Wenn ich da jetzt reingehe, dann bin ich tot. Deogen oder Taye? Ich hab Deogen genommen. Ja. Hast du es auch ausgewählt? Ja, ich habe auch Deogen genommen. Okay, gut. Sonst kriegst du kein Geld. Na, ich werde doch so minus 50 bekommen, egal was passiert. Ja, aber egal, umso mehr, umso besser. Aber die Fotos, von den Fotos kriegst du auch gut Geld, glaube ich. Hoffentlich. Und Versicherung zahlt ja auch noch. Ja. Nein, es war Marey. Hey, wann finden wir mal den richtigen Geist, Alter? Wir brauchen halt das gute Equipment. Ey, Dani, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, aber ich habe immer noch $126 gemacht. Aber Leute, das war's mit der Folge. Wenn ihr mehr von Phasmophobie sehen wollt, abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und schaut unten in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Ade.